Morgen. Bei Facebook sollte ich live sein. Bei Instagram jetzt auch. Ja, ich hoffe, das funktioniert. Ich freue mich, dass ich heute Morgen wieder bei euch sein darf. Und heute Morgen möchte ich euch etwas über den Milzmeridian erzählen. Ein, wie man vielleicht eher denkt, erstmal unscheinbarer Meridian, ein auch kleiner Meridian an sich von der Länge her und auch das Milzorgan, da hat man am Anfang vielleicht gar nicht so den starken Bezug dazu. Aber in der TCM, also in der Tier-TCM, ist es wirklich ein extrem wichtiger Organ, ein extrem wichtiges Organ und auch ein wichtiger Meridian. Einmal, vielleicht weißt du es auch schon, ist er sehr, sehr wichtig und das Milzorgan in der Tier-TCM auch. Für die Verdauung, ja, also aus Sicht der TCM hängt die Milz und der Magen wirklich ganz, ganz eng und stark zusammen, um die Nahrung umzuwandeln, um Energie für den Körper zu bekommen, um auch das Qi richtig herzustellen. Also zwei Pole, die wirklich stark miteinander arbeiten, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Und ja, auch sehr, sehr wichtig für schlecht heilende Wunden. Ja, auch da hat der Milzmeridian, die Milz an sich einen sehr, sehr starken Bezug dazu, wie das genau zusammenhängt und welche Tipps und Tricks es da gibt. Das sind dann eben auch die Dinge, die wir im Mitgliederbereich besprechen. Und heute ist Mittwoch und ich freue mich wirklich schon total drauf, dass es nur noch 2 Tage sind. Wir starten ja am 1. Mai morgens um 7 Uhr mit dem Mitgliederbereich. Da kannst du dich anmelden, wenn du Lust dazu hast und mehr darüber zu erfahren und meine Tipps und Tricks aus der Tier-TCM für dich zu nutzen. Und ja, da werden wir zum Beispiel auch sehr, sehr intensiv über die Milz sprechen. Ja? Und was man immer so ein bisschen vergisst, die Milz ist morgens zwischen 9 und 11 Uhr am aktivsten. Das ist aber nicht das, was man meistens vergisst. Nur noch mal so zum Zwischendurch, wo du eben auch merkst, dass die Milz wichtig für die Verdauung ist. Die Milz ist auch enorm wichtig für die Muskulatur zum Beispiel. Ja, also auch bei einer Muskelschwäche ist die Milz wirklich unumgänglich und da muss man sehr, sehr stark darauf achten, wie das alles genau funktioniert und so, wie gesagt, zusammenhängt. Das sind so die Dinge, die wir besprechen. Und ja, das war der Tier-CM-Quickie für den Mittwoch. Morgen. Vorab schon mal wird es den TCM-Quickie etwas später geben, nicht morgens, weil ich ja morgen um 9 Uhr mein gewohntes Facebook Live für die Tierbesitzer habe. Da kannst du natürlich auch sehr, sehr gerne reinschauen. Aber wie gesagt, wenn du noch mehr darüber erfahren willst, wie es mit der Tier-TCM funktioniert, wenn du Therapeut bist, wenn du dir vielleicht auch Unterstützung wünschst im Praxisalltag, ja, so den einen oder anderen Tipp, was man auch noch machen kann, wie man seine Praxis richtig aufbaut, wenn es um Therapien geht, damit du da eben nicht den ganzen, damit du dich richtig in dem Dschungel orientieren kannst. Das sind so die Dinge, die wir besprechen werden. Und ja, da möchte ich dich einfach ganz, ganz herzlich dazu einladen, wenn du Lust hast, am Mittwoch um 7, Mittwoch sage ich schon, am Freitag um 7 Uhr geht's los. Und ich freue mich schon sehr auf euch. So, ich muss jetzt los. Mein Tag ist voller interessanter Patienten. Und ja, hab einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit. Und wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Ja, bis dann. Tschüss.